Hallo ihr Lieben, ich bin schon wieder. Ich habe einige E-Mails bekommen und Anfragen zum Garntwissel Merino Light. Die Frage lautete, was kann ich denn alles damit stricken oder häkeln? Ich habe euch ein bisschen was zusammengestellt. Modelle, die mir persönlich sehr gut gefallen für diese Qualität. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal kurz aus meiner Erfahrung raus erzählen, was ihr damit alles umsetzen könnt. Jetzt will ich aber erstmal hier in das Farbenmeer reinschwenken, bevor ich anfange, und vor allem scharf stellen. So, genau, so könnt ihr nämlich wesentlich besser sehen, was für wunderschöne Koloraturen mit diesem Garn zustande kommen. Ich fange mal mit Tüchern an. Mit der Twizzle Merino Light könnt ihr stricken. Color Affection von Vera Velimäki, Spectra von Steven West, Rockefeller von Steven West, Catkin von Carina Spencer oder Whippoorwill von Carina Spencer, Ictis oder Sweet Dreams von Boo Knits. Das sind alles sehr, sehr schöne Tücher, die Farbkontraste benötigen, die meisten. Hier habt ihr ja schon eine super Auswahl. Es geht weiter mit Pullovern. Hier finde ich den Boxy von Yoyi Lucatelli wunderschön. Der ist einfach toll für das Garn. Moyen Age von Hanna Maciewska oder Folded von Vera Velimäki. Jacken habe ich mir auch sehr, sehr viele Modelle angeschaut. Mal abgesehen jetzt von meinen Designs, gefallen mir von Heidi Kürmeier Vitamin D. Der gefällt mir unheimlich gut. Flair von Vera Velimäki ist auch wunderschön. Ist ein sehr verspieltes, romantisches Design. Ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Frauen diesen Schnitt gut tragen können. Und von meinen Designs gäbe es Tracy Q als Jackenmodell oder das sehr beliebte Modell mit 1000 Löchern durch die Wechseljahre. Ja, jetzt habe ich mal ansatzweise ein paar Vorschläge unterbreiten können. Die gefallen mir wirklich alle sehr, sehr gut und freue mich aufs nächste Video. Da habe ich vor, die Twizzle Merino DK gleich mit Modellbeispielen euch zu präsentieren. In diesem Sinne, alles Liebe, verabschiede mich. Tschüss, eure Susanne.